hier, film mal. Ich hätte nie gedacht, wie schlimm es eigentlich werden kann. Als zu was in der Lage ist. Dieser Mann war mit Sicherheit schwer krank. Das war eine ganz massive psychische Störung. Ganz massiv. Sein ganzes Wesen hat sich verändert. Alles hat angefangen beim Geburtstag unserer Kleinen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Ja! Sie hat ein Bild gemalt. Ein Bild. Zeig mal in die Kamera, Schatz. Schön Haus. Zeig mal. Oh, schön. Da war es das erste Mal, dass er so ironisch reagiert hat. Hast du ja schön gemalt. Ja. Das ist ein richtiges Meisterwerk, ne? Mit dem Genie. Ne? Versteigern wir da, ne? Mit 10 Millionen Euro. Dann sind wir alle reich, ne? Schatz? Er ist immer zu sarkastisch. Unsere Tochter, die malt wie Albrecht Dürer. Schatz, was soll denn das? Er ist immer zynisch. Wollen wir das essen? Ja. Ja, aber erst noch den Entwurf fertig zeichnen vielleicht, ne? Damit der Statiker da schon mal ran kann. Das war schrecklich. So, Papa. Ja, so, Papa, so, Papa. Ach Gott, ach Gott. Komm, was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Ich glaube, es reicht jetzt langsam, ne? Ja, das Kind hat eine schwere Kindheit, weil Papa das Kind traumatisiert. Kind hat Geburtstag heute. Ja, Kind hat Geburtstag heute. Hoch soll sie leben, hoch. Mein Mann ist zwanghaft ironisch. Macht Witze von morgens bis abends. Was sagen Nüsse, wenn sie niesen? Cashew! Man konnte gar nicht mehr normal mit ihm reden. Der hat alles ins Lächerliche gezogen. Ja, schieß dich mal so doll du kannst. Hier. Schatz, denkst, was soll das? Ja, voll in die Luft, ey. Scheuer. Als mein Vater dann gestorben ist, das war eigentlich fast schon die Höhe. Weißt du, wo der ist jetzt, der Opa? Hier, da oben. Aus psychologischer Sicht ist dieser Mann natürlich hochinteressant. Wenn jemand krankhaft nichts ernst nehmen kann, das ist außergewöhnlich. Und ja, dann haben wir die Tests gemacht. Was sehen Sie hier? Oh, das ist ein psychologischer Test, ne? Da wollen wir sehen, ob ich ein bisschen hier plemplem bin, ne? Ist das sowas? Gut, nee. Sie schauen mal mich an, schauen Sie mal das Bild an. Ja, ach so. Mhm. Jo. Und, was sehen Sie? Ja, Ihre Karten, da sehe ich dann, ne? Und was sehen Sie hier? Ja, was sehe ich denn hier schon wieder? Oh, was sehen Sie hier, was sehen Sie da? Das ist eine Erdnuss. Es war eine medizinische Sensation. Trauen Sie sich mal, die Wahrheit zuzulassen. Ja. Seien Sie mal ehrlich zu sich selbst. Ja, bin ich. Sind Sie traurig? Ja. Nur ein Witz. Dieser Mann ist mit Sicherheit der ironischste Mann Deutschlands. 2013 war unsere beste Zeit. Da hat er nämlich angefangen mit Twitter. Ja, jetzt könnt ihr mal sehen, wie das hier geht, ne? Was twitter ich denn jetzt hier? Vielleicht ja irgendwas, was ich gar nicht so meine. Da waren alle so wie er, ironisch. Vielleicht noch mal ein paar witzige Alltagsbeobachtungen. Hier, aber Zwinker-Smiley hinterher, ne? Auf Twitter war er ein Star. Alle Witzigen sind ihm da gefolgt. Das war wie so ein Zuhause für ihn. Ding dong, retreat. Also spätestens ab 10.000 Followern entsteht bei ironischen Twitterern ein irreversibler Schaden im Gehirn. Ja, und irgendwann hatte er dann über 2 Millionen Follower. Ja, dann haben die Medien sich angefangen, für ihn zu interessieren. Wer ist dieser Mann? Er ist ironisch und er kann partout nichts ernst nehmen. Ironische Bemerkungen, zynischer Spott oder sarkastische Äußerungen auf Twitter. Wir alle kennen das Phänomen. Genau. Und hier bei uns in Deutschland lebt der ironischste Mann. Ganz Deutschland spricht über ihn und wir haben ihn exklusiv zu Hause besucht. Ah, hallo. Hallo, hi. Ja, hier, Kameras hier, weil du stehst im Bild. Hier mal zur Seite. Ja. Ja, jetzt interessiert man sich hier für mich, weil ich verrückt geworden bin. So, wollte ich eine Doku machen über mein Leben, ne? Wie unglücklich alle sind. Meine Frau und ich und so, ja? Also Sie müssen sich das so vorstellen. Sehr ironische Menschen, die sind vielleicht 4 bis 5 Mal am Tag ironisch. Manche sogar bis zu 2 Dutzend Mal. So, komm mal alle rein hier mit den Kameras, ne? Und Schuhe braucht ihr nicht abputzen, wir mögen Dreck im Wohnzimmer. Ja, komm, rein hier. Aber dieser Mann, der war immer ironisch.
Scooter? Nee. Elbphilharmonie? Aber dann kam die Sache mit dem Job. Ich bin gekündigt? Ich werde entlassen? Das heißt hier richtig Schluss aus Mickey Maus? Arbeitslos hier. Ich gerate in eine finanzielle Schieflage. Da packe ich mal meine Sachen zusammen, wie ein Hollywood-Film, ne? Hier. Kaktus. Hier, so ein Ding. Ja, gut. Das war unsere Existenz. Ja, und die ganzen Arztrechnungen hier. Wie sollen wir das noch zahlen? Ich weiß wirklich nicht mehr, wie wir das zahlen sollen. Ach, wie sollen wir das denn alles zahlen? Ja, wie? Oh. Ja, wir sind so pleite. Und da? Uiuiuiuiui, hab ich wohl ein Alkoholproblem, wa? Auch noch, obendrauf. Der hat irgendwann dann völlig die Kontrolle verloren. So, ich bin pleite, mein Leben ist verfuscht und jetzt raube ich eine Bank aus. Ich bin verzweifelt. Guck mal, das hier, die Spaßkasse, du. Und da gehe ich jetzt rein und mach hier so, peng, 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 mit dem Finger und dann Pullover. So, ja, loslegen. Hände hoch, Banküberfall. Ich richte eine Waffe auf Sie. Her mit dem Geld. Ja, ich schieße ins Gesicht, du Prozent. Mach das schneller. Der Kunde ist der König. Ne? Ja, hier, das ganze Geld da. Da rein. Ja. Polizei, ich kann doch weiter. Oh, ich bin zu leid. Mach auf den Boden. Mach keinen Scheiß, Mann. Wie es dann geendet hat, das war tragisch. Ich hätte nie gedacht, wie schlimm es eigentlich werden kann. Diese scheiß Ironie.